eine Vereinswebsite mit Joomla 4 erstellen. Du bist in einem Verein, du hast eine Führungsposition in einem Verein oder dir wurde aufgetragen, für einen Verein, in dem du aktiv bist, eine Website zu erstellen, zu pflegen oder die Pflege zu übernehmen, dann wird dir dieses Video dabei helfen, einen besseren Einblick in die Materie zu bekommen und du wirst lernen, wie das Ganze funktioniert. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Pfeil. Ich helfe Menschen dabei, eine professionelle und vor allem erfolgreiche und optisch ansprechende Website mit Joomla zu erstellen. Und in diesem Video sehen wir uns ganz konkret folgende Dinge an. Ich werde dir zeigen, wie du mit Joomla 4 eine Vereinswebsite erstellst. Ich zeige dir die Vorgehensweise und die einzelnen Schritte, werde dir das erklären anhand ein paar Beispiele und du bekommst, wie immer in meinen Videos, jede Menge hilfreicher Tipps und Tricks dazu. Das erste, das wichtigste und gleichzeitig die Grundlage ist ein Hosting-Paket. Das heißt, wenn du ein Haus bauen möchtest, brauchst du als Voraussetzung ein Grundstück. Und genauso ist das bei einer Website auch. Die Voraussetzung hier oder dieses Grundstück ist das Hosting-Paket und die Domain. Dazu brauchst du einen Hosting-Anbieter und hier gibt es beispielsweise Alpha Hosting, Host Europe, 1&1 oder auch bekannt unter Jonas und viele weitere. Hier unter diesem Link findest du meine persönliche Empfehlung op11.de/hosting. Hier hinter diesem Link ist immer meine aktuellste Empfehlung hinterlegt, was ich derzeit am besten empfehlen kann und was meiner Meinung nach am meisten Sinn ergibt. Das heißt, du hast hier ein Hosting-Paket, also einen Provider, und dieser stellt dir den Speicherplatz, die Datenbank und alle wichtigen Dinge zur Verfügung, die du brauchst. Das zweite ist die Domain. Die Domain ist die Adresse deines Grundstücks, also www.oliverpfeil.de, wie in meinem Fall, oder bei dir dann entsprechend der Vereinsname. Aber sehen wir uns das Ganze jetzt einmal Schritt für Schritt an. Wie funktioniert das Ganze? Das erste, und das ist gleichzeitig der grundlegende Schritt, ist, dass du einen Hosting-Anbieter auswählst. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Das heißt, Hosting-Anbieter, Provider, Anbieter, wenn man von diesen Wörtern spricht, meint man immer das Gleiche und das sind Anbieter wie Alpha Hosting, 1&1, Strato, Jonas und es gibt natürlich noch viele weitere. Wenn du dich für ein Hosting-Paket entschieden hast, dann kannst du dieses buchen und in diesem Prozess kannst du gleichzeitig die neue Domain registrieren. Wenn du bereits eine Domain hast, umso besser, wenn du eine neue registrierst, dann spielt natürlich immer eine Rolle, wie heißt diese. Und bei einer Vereinswebsite empfiehlt es sich natürlich, den Vereinsnamen zu verwenden und einzelne Wörter mit einem Bindestrich zu trennen. Der dritte Schritt besteht darin, Joomla zu installieren. Das heißt, das Programm auf dem Webserver zu installieren, damit du es anschließend verwenden kannst. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist ein extrem wichtiger Punkt und dazu werden wir auf der nächsten Folie genauer eingehen. Jetzt aber einmal die 7 Schritte, damit du weißt, was du alles durchführen musst. Wenn du das dann getan hast, kannst du die Grundeinstellungen setzen. Das sind ja eine Handvoll, zwei Handvoll, sagen wir mal grob 5 bis 10 Einstellungen, die du setzen solltest, damit das Ganze so konfiguriert ist, wie du das eben auch haben möchtest. Und dann hast du auch schon die Grundlage geschaffen, wenn du diese ersten 4 Schritte erledigt hast. Der nächste Schritt besteht darin, dass du erste Seiten erstellst, also deine Inhalte. In Joomla wird das Beiträge genannt, das heißt, die Startseite ist ein Beitrag, die Über uns Seite ist ein Beitrag, die Seite Impressum ist ein Beitrag und so kannst du mehrere Seiten erstellen und diese dann mit einem Menü verknüpfen, also die Menüpunkte erstellen, denn wenn jemand auf deine Website kommt, dann muss er die einzelnen Seiten ja auch anklicken können. Und der letzte Schritt besteht dann darin, dass du ein Template, also ein Design für deinen Verein auswählst, dazu gleich auch noch mehr. Jetzt aber zum Thema Installation. Du hast zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es die One-Click-Installation.
Du siehst das, ich habe das hier durchgestrichen und hier steht, solltest du niemals verwenden. Und dann gibt es den manuellen Weg und meine Empfehlung ist, Joomla immer manuell zu installieren. Die One-Click-Methode bieten viele Hosting-Anbieter an. Das heißt, du klickst auf einen Knopf, wirst nach 3, 4 Dinge gefragt und dann installiert der Hosting-Anbieter das automatisch für dich. Diese Installationsroutine funktioniert zwar sehr schnell, hat aber oftmals Probleme zur Folge. Gerade wenn du Backups machst, wenn du einmal den Hosting-Anbieter wechseln möchtest, bestimmte Plugins installierst, kann es hier zu Problemen kommen, weil das einfach eine automatisierte Installationsroutine ist und das in vielen Fällen einfach nicht so ganz rund läuft. Aus diesem Grund empfehle ich dir immer die manuelle Variante und dazu konkret eine Empfehlung unter oliverpfeil.de/joomla/joomla-installieren. Die Links findest du hier auch unterhalb des Videos. Erkläre ich dir ganz konkret, wie das funktioniert, welche Schritte du gehen musst und wie du das in der Praxis umsetzt. So, dann geht es weiter. Ein Vereins-Theme, beziehungsweise nicht Theme, man spricht oft mal von Theme, wir nennen das Template. Hier gibt es viele verschiedene kostenlose und auch kostenpflichtige Designs, die du in Joomla verwenden kannst. Ich möchte dir jetzt einfach mal eine Handvoll auflisten, die du dir ansehen kannst und natürlich musst du das dann im Endeffekt für dich selbst entscheiden, was dir gefällt, was dir nicht so gefällt, ist ja auch eine Geschmackssache. Das Template Helix ist sehr beliebt und ein schönes sogenanntes Framework-Template, das du auf deine Bedürfnisse anpassen kannst. Dann gibt es noch Purdy, Zenith, Merv, Afterburner und natürlich noch viele weitere, aber sieh dir diese einfach einmal an. Gut, dann hätten wir diesen Teil, hier habe ich wieder Theme geschrieben anstatt Templates, entschuldige dafür. Das wären hier noch 3 ganz konkrete Links, du kannst auch in Google nach Template Monster, Vorlagenstudio oder Theme Forest suchen. Dort gibt es viele verschiedene Templates, aber um nochmal zurückzuspringen, das Thema Template ist der letzte Schritt, gerade wenn das Thema noch neu für dich ist. Wichtig ist, dass du die Basis schaffst, dass du Inhalte erstellst und das Template spielt dann erst einmal keine Rolle, für die Veröffentlichung natürlich später dann schon. Und aus diesem Grund diese Empfehlungen. Jetzt noch ein paar Tipps und Tricks am Ende. Joomla hat eine coole Benutzerverwaltung. Wenn ihr also im Team arbeitet oder es mehrere Personen gibt, die an bestimmten Seiten arbeiten, dann könnt ihr mehrere Benutzer anlegen und gleichzeitig parallel an der Website arbeiten. Zum Thema Impressum und Datenschutz. Das ist ja ein gesetzlicher Bestandteil einer jeden Website und hier empfehle ich dir E-Recht 24. Google einfach mal danach. Das ist ein kostenloser Impressumsgenerator, wo du Impressum und Datenschutzerklärung generieren kannst. Ein super toller Dienst. Weitere Tipps, Tricks, Tutorial findest du von mir hier auf YouTube oder du klickst unter dem Video auf den Link zu meiner Website. Dort findest du ein E-Book, einen Videokurs und viele weitere Informationen dazu, denn das ist genau das Thema, das ist mein Job. Ich helfe Menschen mit Joomla eine tolle Website zu erstellen. Der letzte Punkt an dieser Stelle, ich empfehle dir kein kostenloses Template zu verwenden, sondern ein professionelles Template, das ein paar Euro kostet. Dieses ist in der Regel besser programmiert, du hast mehr Individualisierungsmöglichkeiten, es hat schnellere Ladezeiten, entsprechend jede Menge Vorteile, die du dadurch genießt. Jetzt hoffe ich, dass dir dieses Video geholfen hat, dass es ein kleiner, kurzer und kompakter Einstieg für dich war und du jetzt weißt, wie du an die Sache rangehst. Schritt Nummer 1, der Hosting-Anbieter und dann die weiteren Schritte, wie im Video besprochen. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Klicke unbedingt auf die Glocke, dann wirst du bei neuen Videos informiert, wenn ich Tipps und Tricks für Joomla hier kostenfrei für dich zur Verfügung stelle. Und bitte nicht vergessen, es würde mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst. Damit hilfst du mir,
das Video weiter zu verbreiten und du würdest mir persönlich natürlich eine Freude machen. Also klicke jetzt auf den Daumen nach oben und besuche auch gerne meine Website oliverpfeil.de für mehr Informationen. Viele Grüße und bis bald, dein Oliver Pfeil.